Eine bildhübsche Frau betritt den Raum. Wir werden nervös. Und sofort scharen alle sich um sie herum. Nach ein paar Minuten ist klar, wen sie attraktiv findet. Wir stehen ein paar Meter daneben und fragen uns, warum bin ich nie dieser Kerl, der gerade von ihr angehimmelt wird? Wie wirst du für diese Frau attraktiv? Und zwar ab der allerersten Sekunde, ab der sie dich wahrnimmt. Indem du das tust, was kaum ein anderer macht. Und was machen die meisten Männer, wenn sich eine hübsche Frau der Konversation anschließt oder den Raum betritt? Entweder sie sagen gar nichts aus Nervosität, Angst oder Schüchternheit. Oder sie suchen ihre Aufmerksamkeit. Weißt du, was kaum einer macht? Abwarten. Sie erstmal abschätzen. Und schließlich auf sie zugehen und sich eine Meinung von ihr bilden. Die meisten haben schon eine Meinung. Entweder, sie ist wunderschön. Fuck, was mache ich jetzt? Oder eben, boah, die ist ja geil, schnell ran da. Komm, auf geht's, Digga. Weißt du, was ein attraktiver Mann macht? Ein wirklich attraktiver Mann. Er hat noch keine Meinung. Er ist anders als die anderen. Er ist neugierig, aber er ist noch nicht ganz von ihr überzeugt. Klar, sie könnte toll sein, sie könnte aber auch unselbstbewusst sein. Sie könnte ein schönes Herz haben oder eben eine pechschwarze Seele. Sie könnte verletzlich sein. Sie könnte der absolute Hammer einer Frau sein. Und sie könnte genau dich gut gebrauchen können. Aber das weißt du nicht. Willst du wirklich attraktiv sein? Dann behalte eine offene und wählerische Haltung. Okay, wie wird sich deine Attraktivität steigern, wenn du offen und wählerisch bist? Erstens, sie sieht sofort, dass du irgendwie anders bist. Du bist nicht wie die anderen, die sie auf ein Podest stellen, die sich schon ihre komplette Meinung über sie gebildet haben. Und das hier gilt vor allem für wirklich wunderschöne Frauen. Sie fühlt sich nicht oberflächlich betrachtet und nur als Objekt wahrgenommen. Und du bist mir wichtig, darum muss ich dir das jetzt gerade so hart sagen. Sei jetzt verdammt ehrlich mit dir. Dieser Punkt im Video ist so verdammt wichtig. Ist es ihre geile Persönlichkeit, die dich nervös macht, wenn sie den Raum betritt? Wenn du sie siehst, ist es da wirklich ihr engelsgleicher Charakter, der dich in diesem Moment zusammenzucken lässt? Wirklich? Oder siehst du gerade nur ihren Körper und der ist es, der dich nervös macht? Hör mal, es ist gut, wenn du ein sexueller Mann bist. Es ist gut, wenn du Bedürfnisse hast und zu ihnen stehst. Das befürworte ich. Aber was ich dir austreiben will, ist das Vorurteil. Das Vorurteil, dass eine Frau schon begehrenswert ist, nur weil sie hübsch ist. Du kennst sie nicht. Du weißt nicht, welche Skelette sie in ihrem Keller versteckt hält, welche Ängste sie hat, welches kleine verletzte Mädchen vielleicht einfach in ihr steckt und umarmt werden möchte. Frauen sind da nicht viel anders als wir. Also finde raus, was sie so einzigartig macht. Bleib offen, aber bleib wählerisch. Zum Beispiel, wenn sie dir etwas sagt, womit du überhaupt nicht übereinstimmen kannst, dann folge diesem Impuls. Sag ihr, nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wenn du mitkriegst, wie sie über andere Kerle oder irgendein anderes Mädel lästert, dann frag sie doch einfach. Sag mal, mir ist aufgefallen, dass du echt viel von dir hältst. Erinnere mich doch gerade nochmal. Was ist es, was dich eigentlich so perfekt macht? Und genauso, wenn du erfährst, dass sie zum Beispiel Blutspenden geht. Bleib offen. Frag nochmal nach. Echt, du gehst Blutspenden? Nice, das finde ich cool. Sie mag Kunst? Oh, interessant, was für Kunst? Sie mag Musik? Cool, welche Musik? Na so, Hip-Hop, House. Na komm, jeder mag Hip-Hop und House. Sag mir mal ein bisschen ehrlich. Welche Interpreten findest du gut? Übrigens, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere den Kanal und klicke auf die Glocke, denn nur dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. Hier bekommst du jede Woche neue Tipps zum Thema, wie du Frauen verführst, dabei authentisch bleibst und wunderschöne und romantische Nächte erlebst. Und zweitens, schare andere Menschen um dich herum. Robert Greene spricht davon in seinem Buch The Art of Seduction. Er nennt es Social Proof. Was heißt das? Auch wenn ich kein Fan von diesem Buch bin, weil er ziemlich manipulative und fast schon bösartige Strategien anspricht, ist dieser Punkt dennoch ein wichtiger Faktor. Denn wenn du ein Mann bist, der Menschen um sich herum scharen kann, dann wird sie das mitkriegen und sich die Frage stellen, was macht ihn eigentlich so besonders? Da sind überall Frauen um ihn herum. Der scheint ja attraktiv zu sein. Und aus diesem Grund alleine wird sie sich von dir angezogen fühlen. Okay, das stimmt zwar, aber musst du diesen Punkt denn faken? Nein, denn wenn du offen und wählerisch auf andere zugehst, dann werden sich automatisch Frauen in deiner Nähe scharen, weil das verdammt nochmal attraktiv ist. Weil in der Nähe von so einem Mann will sie natürlich sein. Wo ist schon der Kerl, der so ohne Vorurteile auf sie zugeht? Der sie nicht einfach nur als irgend so ein Sexobjekt deklariert, sondern wirklich, wirklich Interesse daran hat, ihre Seele kennenzulernen. Und der dritte Effekt auf deine Attraktivität ist deine Körpersprache. Was passiert, wenn du ohne Vorurteile auf Menschen zugehst? Du bist dann jemand, der einfach dasteht, offen in sie hineinblickt, interessiert ist
aber nun mal auch ein bisschen skeptisch. Ha, das ist der Blick dabei. Ha, interessant. Und weiter? Dieser Blick, diese Kopfhaltung, die du auch in diesem Video immer wieder siehst, die kommt nicht von ungefähr. Ich stehe ja nicht da und brauche irgendwas von dir. Ich stehe aber auch nicht da und interessiere mich im Dreck um dich, sondern ich bin da, ich interessiere mich für dich, aber es ist für mich ganz normal, dass ich dich nun mal noch nicht ganz kenne. So, genau so redest du auch mit Frauen. Das ist attraktiv und das sorgt für eine attraktive Körpersprache. Wenn du dem Ganzen noch tiefer folgen möchtest, dann habe ich dir hier ein Video verlinkt, in dem du ganz genau erklärt bekommst, was eine attraktive Körpersprache im Detail ist. Und leider denken die meisten, es ist angeboren. Das ist Bullshit. Attraktivität ist nicht angeboren. Sie wird erlernt. Und auch du kannst sie erlernen. Denn Martin Werle, Deutschlands berühmtester Karriereberater, hat seine 7 besten Tipps für dich zusammengestellt, wie du beim ersten Eindruck sofort Sympathie erzeugen kannst. Wie gut der erste Eindruck ist, den Sie hinterlassen, das hängt sehr von Ihren Sympathiewerten ab. Wie schaffen Sie Sympathie beim anderen zu wecken? Ich habe Ihnen da eine perfekte Anleitung in einem Video gemacht. Die gilt fürs Flirten, fürs Vorstellungsgespräch, fürs ganze Leben. Schauen Sie auf meinem Kanal vorbei. Mein Name ist Martin Werle, Karriereberater und Buchautor. Wir sehen uns.